Gut, wir kommen zu Matthäus 18, von Vers 6 bis 11, aber da müssen wir den Kontext beachten. Von Vers 1 bis 5 erklärt ihr die Bibel nochmals. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Da steht bei Kinder, und da gibt es im Griechischen eigentlich drei große Blöcke. Da steht jetzt eigentlich das Wort für so kleinere Kinder. Babys heißt Präfe, das ist nochmal ein anderes Wort, und Kinder allgemein ist auch nicht. Sondern er meint schon so wie die kleinen Kinder, die eigentlich alles, was die Eltern ihnen sagen, einfach glauben, die wirklich überzeugt sind, dass man es mit ihnen gut meint, die auch keine Hemmungen haben, irgendwas zu erbitten. Also das ist hier der Hintergrund. Dann sagt er, wer aber einem von diesen Kleinen, also diese Leute, die der Lösung wie kleine Kinder angenommen haben, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Und da steht jetzt ein Wort, das ist eigentlich interessant. Da steht das Wort Skandalon, also Skandal. Also wer denen Ärgernis gibt, eigentlich kommt unser Fremdwort Skandal her, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenen Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Block 1. Hier müssen wir jetzt ganz genau unterscheiden. Die Bibel sagt jetzt hier, das ist der Teil, wo die Welt etwas an die Gläubigen tut, wo die Welt ihnen zum Skandal wird. Jetzt kommt das Zweite. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, Gläubige. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Es ist eigentlich dramatisch, wie die Bibel hier Verführung, Ärgernis, der Skandal, was das für Auswirkungen hat bei uns selber und von Dritten, wie sie aber auch die Errettung dramatisch darstellt. Und sie sagt hier klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr, ich weiß nicht, manche sagen, ein Gläubiger soll keine Zeitung lesen. Ich sehe das gerade andersrum. Wenn du eine Tageszeitung liest, du brauchst nicht jeden Dreck, was da drin steht. Da steht ja meist Zeit, also ich sage es einmal vorsichtig, ich bin ein Laie, aber meine Einschätzung von dem, was dir an Wahrheitsgehalt außer die Todesanzeige, die stimmt. Was da hier letztendlich angezeigt wird, ist 80% gefärbt, gelogen, getrickst, also du wirst manipuliert. Aber trotzdem ist es wieder wichtig. Und zwar, ich denke, es ist ein ganz zentraler Punkt hier, dass man sich das vergegenwärtigt, dass die, ich sage es einmal so, was hier dir erklärt wird, in der Regel gelogen ist. Und trotzdem siehst du immer wieder, wenn du dir das anguckst, da siehst du zum Beispiel eine Realität. Das ist die Realität des Todes. Das ist einfach eine der wenigen Realitäten in dieser Welt. Und wenn die Bibel jetzt hier zum Beispiel redet, dann sagt sie nicht das, was dir in dieser Lügepresse, und die muss eine Lügepresse sein, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Bibel, und das hat Jesus ganz klar gelehrt, hat gesagt, der Gott dieser Welt ist der Teufel und er hat die alle im Griff und alle diese, ich sage es einmal so, Schiene, die uns hier vor unsere Augen geführt werden, sind, Anführungszeichen, unter der ausdrücklichen Zulassung Gottes. Weil Gott gibt dir aber Regierung als Gericht, Gott gibt dir eine Presse als Gericht. Und wenn der Teufel zu mir Jesus sagt, die Herrscher dieser Welt, die Königreiche, also praktisch die Machtstrukturen, sind mir übergeben worden. Das ist einfach Fakt. Da gehört die ganze Presse und das dazu. Da wird der größte Unsinn erzählt. Wenn ich lese, was Christentum ist, wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, um die Gemeinde zu schützen,
dass ich nicht die Presse und die Obrigkeit auf die Gemeinde ziehe, dass ich keine Leserbriefe mehr schreibe. Ich müsste fast jeden Tag einen Leserbrief schreiben. Da steht so ein hanebüchener Unsinn drin in der Zeitung, auf was Christentum ist. Da ist sogar nur die Aussage, die Bewahrung der Schöpfung und so, ist sogar nur harmlos im Vergleich, was sie da alles loslassen. Und zwar, wir haben etwas, das muss uns klar sein, und du kannst den Text, den der Herr Jesus hier ja bereits für die Gemeinde, seine Jünger, traten zu ihm. Was heißt das? Das ist Lehre für die Gemeinde. Immer wenn da steht, die Jünger traten zu ihm, ist das bereits prophetisch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, Lehre für die Gemeinde. Und er zeigt hier, um was es eigentlich geht. Und es geht darum, nicht in die Hölle zu kommen. Es geht darum, gerettet zu werden, Gotteskind zu sein. Wo ich zum Glauben kam, da war Erweckung, da haben wir nichts anderes gepredigt. Was denkt ihr, was man da gepredigt hat im Vergleich zu dem Unsinn, den man heute predigt? Ich war Seelsorgehelfer der Evangelisation, war selber nicht bekehrt und habe es gewusst. Das musst du erst mal aushalten, seelisch. Das ist nicht so ganz einfach. Und der Prediger, der damals gepredigt hat, der ist wohl schon heimgegangen, der hieß Hohmann. Der war ein Mann, der hat gepredigt, wenn du nichts gewusst hast. Aber eines hast du gewusst, wenn du dieses Missionszelt, das war unterm Tal ja da unten, wenn du dieses Missionszelt verlassen hast, dann hast du zumindest etwas gewusst. Es gibt nur zwei Zustände, gerettet oder verloren. Weder du kommst in den Himmel oder in die Hölle, entweder oder. Das hat jeder gewusst. Wenn du heute Zeitung liest, dann denkst du, das Christentum ist eine Form von Humanismus. Wir müssen den Verfolgten helfen. Wir müssen die Umwelt retten. Wir müssen unsere Kinder letztendlich diese angeschlagene Umwelt erhalten. Was für eine Dummheit. Wie kann jemand, der von sich behauptet, dass er gläubig ist oder die Bibel liest, so einen Unsinn glauben? In der Bibel steht klipp und klar, Offenbarung 6 bis 9, dass Gott genau in der Endzeit, und die Endzeit beginnt mit der Gründung des Staates Israel 1948, kommt auf den Höhepunkt 1967 mit der Rückeroberung Jerusalems, dann endet die Zeit der Heiden, das heißt, dann ist 5 vor 12. Mit diesen zwei entscheidenden Faktoren und mit dem Hervorbrechen der Gesetzlosigkeit, das haben wir heute, wie es noch nie gab, ich bin jetzt fast 50 Jahre gläubig, ich habe noch nie gesehen, wie die Explosion einer Gesetzlosigkeit so radikal geschehen ist wie zur Zeit. Wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, wir haben jetzt eine Situation, die hatten wir überhaupt noch nie auf dieser Welt. Und uns wurde dann gesagt, es ist alles nur harmlos, es ist alles so. Das heißt, Gott hat nur ein Ziel, dass man jedem hilft und dass man völlig humanistisch ist. Wisst ihr, wir haben einen Transhumanismus. Trans ist immer drüber. Wir haben Humanismus, der über alles drüber gestülpt wird. Und wisst ihr, was Humanismus ist? Humanismus ist das Metier, Humanismus ist ja Menschlichkeit. Humanismus ist das Metier, wo der große Übermensch, der Antichrist, entstehen wird. Um den Antichrist hervorzubringen, musst du die Gottesfurcht und das Göttliche zerstören und durch einen Humanismus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ersetzen. Das ist das, was heute passiert. Und das sind die Kirchen, die Haupthandlanger, genauso wie viele Freikirchen. Das ist eine Katastrophe, was da heute abläuft. Und der Text, den wir heute haben, ist genau das Gegenteil. Der sagt, wehe dir, Mensch, der du immer Gläubigen Anstoß gibst. Dann ist das weh über ganz viele. Wisst ihr, wir sind heute dabei, und das haben die Leute noch nicht begriffen, aber diese ganze Weltregierungsform, die ganze europäische Regierung, die ganze deutsche, du kannst die Hand drehen, nach Frankreich, nach Russland, nach Amerika, nach China, völlig egal, oder Italien, die hat alle nur ein Ziel, die Strukturen Gottes zu zerstören. Wisst ihr, ich kann es nicht oft genug sagen, nur ein Vollidiot, Entschuldigung, ich meine das, was ich sage, Entschuldigung, ich muss mich nachher nicht dafür entschuldigen, weil ich sage, ich meine es im tiefsten Sinne des Wortes so. Nur ein Vollidiot kann glauben, dass es über 100 Geschlechter gibt. Da musst du vollkommen geistesgestört sein. Das sage ich ganz klar. Wenn das nicht so ist, dann waren alle unsere Väter, auch alle die Politiker, beim Adenauer angefangen, über Helmut Schmidt, über Strauß, über alle diese Politiker, die in den 50er, 60er, 70er Jahren Deutschland letztendlich hier vorangetrieben haben, dann waren das alles Idioten. Weil die haben alle geglaubt, dass es zwei Geschlechter gibt. Versteht ihr? Und dann sind wir die große Erleuchtete, die plötzlich wissen, es gibt über 100 Geschlechter, oder wir sind die Vollidioten. Das Zweite ist der Fall. Versteht ihr? Das ist die Zerstörung, und die kommt nicht aus dem Nichts. MWD, männlich-weiblich, Komma, wie soll ich es übersetzen? Manche sagen deutsch, die anderen sagen dumm. Das war schon am besten. Wisst ihr, das musst du einfach sehen. Wie kann man einer normal denkenden Gesellschaft, und die Gläubigen, man hat hier ja mit, wie kann man denen sowas reindrehen?
Das ist schon eine Form von Gehirnwäsche. Und da siehst du, dass ein antichristlicher Geist diese gesamte Gesellschaft und diese gesamte Welt bereits ergriffen hat. Da gehört genauso dazu, dass du zum Beispiel sagst, und du musst mal das Strafmaß, ich gucke mir das auch an, muss mal gucken, wer wird für was wie verurteilt? Es wird sicher die Zeit kommen, wo du vielleicht, wenn du jemanden umbringst, weniger bestraft wirst, ich übertreibe es mal bewusst, als wenn du den Baum umsägst. Die sind alle verrückt. Das heißt, die ganze Ordnung Gottes wird zerstört. Und wenn du dich auskennst, was da dahinter ist eine Elite, ist eine Elitetruppe. Das sind Leute aus dem abgefallenen Judentum. Das sind nichts auserwählte Volks. Auserwählte Volk, das sind die, die sich bei der Wiederkunft Jesu in Jerusalem alle einem Tag bekehren werden. Das sind die Leute, für die wir sind. Wir beten das Hesekiel 36 bis 39. Da gehört auch die Staatsgründung, das alles dazu. Dass das geschieht, dass Gott sein Volk schützt. Aber es gibt einen zweiten Teil, zwei Drittel, das steht in Sacharja 13, 8. Die wird Gott alle töten. Und das ist ein kleiner Teil, das ist eine Elite, dem Teufel dient. Und diese Leute, die haben ein Programm. Wisst ihr, und das ist ja heute nicht so, dass das was Geheimes ist. Die brüstet sich mit dem sogar. Das kannst du in Büchern, im Internet, das kannst du schon Jahrzehnte. Das erste Buch, das es einmal radikal auf den Tisch gelegt hat, war von einem Mann, der hieß Des Griffin. Das Buch hieß, wer regiert die Welt? Und da sage die klipp und klar, wir werdet praktisch eine Struktur schaffen, wo wir Ehe zerstören, wo wir die Schöpfungsordnung, also Mann und Frau, zerstören. Da kommt auch das her, dass man plötzlich sagt, wisst ihr, müsst ihr mal vorstellen, ich sage es mal ganz buckelhart, keine politische Aussage, geistliche Aussage. Es ist ein Verbrecher Gott gegenüber, Kinder die Wahl zu lassen, was sie für ein Geschlecht sind. Verbrecher. Wisst ihr, auch das, was ihr hier seht, diese Presse, ihr dürft einfach nicht glauben, was da geschrieben steht, ist einfach verlogen. Wisst ihr, da wird Hetzjagd gemacht, wo überhaupt nichts ist. Und zum Zweiten, da wird dauernd etwas auf den Leuchter gestellt, wo du denkst, Wunder, was da sei im Hintergrund für schlimme Dinge. In Wirklichkeit ist das alles Täuschungsmanöver, um das zu zeigen, was eigentlich gar keine Rolle spielt, dass wir zum Denken, Blödsinn dreht, Klima. Ich habe jetzt wieder vom Forscher, da gibt es eine ganze Gruppe von nachhaltiger Forscher. Ich habe jetzt vom Schweizer Wissenschaftler wieder einen Vortrag gehört, der sagt, aber der Klima-Ding ist alles Quatsch, sagt, ist alles verlogen, genauso wie Corona alles verlogen war. Sie sagen jetzt, es gab nicht einmal einen Tag, wo die Kliniker überbelegt gewesen wären, wenn sie nicht vorher mit Absicht die Betten abgebaut hätten. Das ist alles ein Programm gewesen. Wisst ihr, wenn du das einmal siehst, dann merkst du erst, wie du angelogen wirst. Und das Problem ist, du darfst doch nicht glauben, nur weil jemand Doktortitel hat oder weil jemand Professortitel hat, dass der ein edler Mensch ist. Im Dritten Reich waren die Verbrecher unter anderem Ärzte. Das muss man mal ganz buckelhart sagen. Oder weil jemand Richter ist oder jemand ein großer Politiker ist. Ist der gut? Die Frage ist nur, ist er unter dem antichristlichen Geist oder nicht? Jetzt kommen wir wieder zu dem. Was gilt? Ist das, was man uns heute als Szenario vormacht, dieser Transhumanismus, ist das das Normale? Nein, ist antichristlich, teuflisch, hat nur ein Ziel, den Antichristen hervorzubringen. Wenn du die Struktur, Ehe, Schöpfungsordnung, Mann, Frau, wenn du alles, was die Leute wissen, das wussten wir noch, das haben uns in der Schule noch eingebläut, wirklich eingebläut, teilweise nur mit dem Tatzenstock, wisst ihr, das war eine andere Seite. Da haben uns noch eingebläut, was gut und böse ist, dann haben wir das gewusst. Da hat viele nicht bekehrt, aber man hat gewusst, was gut und böse ist. Ich habe in der Bäckerei gehört, mir hat man als Kind als erstes eingebläut, du gehörst in ein Geschäft. Wenn man in ein Geschäft gehört, du machst uns das Geschäft nicht kaputt, also benimmst du dich anständig. Und dann haben wir dir eingebläut, was ist anständig. Das ist bei mir gespeichert bis in die letzte Hirnrinde. Das haben wir als kleines Kind schon eingebläut. Frag doch mal heute, was ist anständig? Wisst ihr, das ist zerstört. Und zwar, das ist kein Zufall, sondern das ist ein Plan. Das ist ein langfristiger Plan, der Offenbarung 13, die Herrschaft des Antichristen hervorbringt, dass nur noch der Mensch im Mittelpunkt steht. Und jetzt muss man aufpassen in die Gemeinde, dass in die Gemeinde auch nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Hat mal zu mir ein Ältester von der Gemeinde gesagt, oh, man darf ja auch nichts sagen, sonst kommen die Leute nicht mehr. Die Leute, wenn ich die Wahrheit sage, die dann wegbleiben, für die habe ich bloß eine Botschaft, Wiedersehen. Aber ich meine nicht Wiedersehen, ich meine auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Versteht ihr, was willst du mit Leuten, die diesem antichristlichen Geist verfallen sind? Mit denen kannst du nichts. Lieber 5 normale und klare als 500 Leute, die Wischiwaschi machen.
Das wird sich viel krasser noch herausbilden. Wisst ihr, das Problem ist, wenn du dauernd in der anderen Umgebung bist, dann kannst du das gar nicht verhindern, dass dein Hirn hier beeinflusst wird. Das ist der Grund, warum wir Versammlungen machen. Das ist der Grund, warum wir Bibel lesen, dass wir unser Hirn von dem antichristlichen Geist wegbewegen und uns zu der Wahrheit hier hinzubewegen. Jetzt sagt der Herr Jesus was ganz Brutales. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Er sagt, wehe, wenn dritte Gläubige so schädigen, dass sie praktisch einen Skandal erlebt oder dass sie Schiffbruch erleidet am Glauben. Da möchte ich in meiner Haut nicht stecken. Gleichzeitig, aber pass du auf, dass du das selber nicht bei dir tust und auch nicht bei anderen. Und dann sagt er, das ist eigentlich die Generalbotschaft, er sagt, es geht darum, dass man letztendlich sich bewusst ist, dass selbst die Engel Gottes, wir gucken das nachher noch näher an, hier für Gott streitet und das praktisch vor Gott bewegt, dass hier Gott das die ganze Zeit kontrolliert. Wisst ihr, wir denken immer, Gott sieht es nicht. Gott kontrolliert das alles. Er sieht mein Herz wie wenn ich in den Spiegel gucke. So, es ist alles klar offen vor seinen Augen. Und auch das, was hier abläuft, ist alles klar vor seinen Augen. Wisst ihr, ich muss mir überlegen, was ich tue. Ich habe jetzt wieder einen Fall, wo ein namhafter Gläubiger wieder einen anderen verklagt vor Gericht. Die Bibel sagt klipp und klar. Der Herr wird für dich streiten, du wirst stille sein, du sollst die Finger von so einem Zeugs lassen. Begreift er? Auch in den Gläubigerkreisen werden die biblischen Schienen langsam abgebaut. Man will die nicht mehr. Man will das Menschliche. Man will Recht haben. Der Jesus sagt, warum lässt du dich nicht lieber vorteilen? Lass dich doch betrügen. Wenn dir jemand den Mantel klaut, gib ihm noch das Hemd dazu. Sag's mal in meine Worte. Das sieht Gott ganz anders. Er sagt, ich werde für dich streiten und du sollst stille sein. Ich werde für dich sein. Jetzt kommt halt das Problem. Die Gläubigen lesen die Bibel, ohne diese Dinge zu glauben. Und aus dem Grund kann man auch mal einen Skandal erzitteln. Matthäus 5, 27 bis 30. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist euch gesagt und so weiter. Versteht ihr? Das Problem ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wehe, wenn du aus irgendeinem dieser Gründe einen Skandal erzählst. Ich lese nur dazu Matthäus 15, 12. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Da traten seine Jünger zu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen? Skandal, da steht wieder das Wort. Als sie das hörten, er sagte und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie, sie sind blinde Blindenleiter, wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Ich möchte nicht theoretisch über diese Dinge reden, sondern ganz praktisch. Was kann das bedeuten? Sag mal, ich sage es mal vorsichtig. Beispiel aus meiner fast 46-jährige Berufspraxis auf der Bank. Ich habe, als ich frisch bekehrt war auf der Bank, habe ich angefangen, die Leute zu evangelisieren, meine Kollegen. Ob ich da weise vorgegangen bin, da kann man natürlich streiten. Manchmal war es auch grenzwertig. Aber ich hatte einen Chef, er war, man würde das nach heutigem Stand ein jovialer Mann nennen. Das heißt, er war menschlich freundlich, war immer nett zu allen, war aber ein Feigling. Der ist zum Beispiel hingegangen und hat dann meinem Azubi, der sich später bekehrt hat, dem hat sie gedroht, hat gesagt, wenn der Kaufmann weiter Traktat verteilt, werden wir ihn rausschmeißen. Aber mir hat er sie gesagt, gell? Da war es feig. Und er hat mir dann hinterherum gedroht, er hat mich rausschmeißt, weil ich evangelisiere auf der Bank. Muss natürlich aufpassen, was man tut. Gell? Später hätte ich es vielleicht ein bisschen weiser gemacht. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe gar nichts gemacht. Er hat versucht, mir einen Skandal an den Hals zu hängen. Ich habe gar nichts gemacht, nur gebetet. Wisst ihr, was passiert ist? Kurze Zeit drauf wurde mein Chef entfernt. Merkt ihr was? Die Grube, die er gegraben hat, da ist er selber reingefallen. Gott hat einfach für mich gestritten, hat den Mann entfernt. Ende der Durchsage. Aber praktisch. In der Gemeinde, was kann das sein,
wo meine Hand, mein Auge oder mein Tun mir zum Skandal wird. Dass es für mich zur Falle wird oder für einen anderen. Ich habe mit der Gemeinde zusammengearbeitet, die hatte eine unsinnige Seelsorgepraxis. Ich möchte mal eins dazu sagen. Es ist nicht falsch, wenn man selber in Nöte ist, wenn man andere Gläubiger fragt, was soll ich tun? Das ist nicht falsch. Aber das, was man in den Gemeinden, in den freien Gemeinden aufgezogen hat, an sogenannter Seelsorge, kennt die Bibel nicht. Dass man uns richtig versteht. Ich habe das auch gemacht. Ich bin zu Brüdern gegangen, mich mit ihnen ausgetauscht, habe gesagt, ich habe ein Problem, was soll ich tun? Das ist biblisch legitim. Das ist Gemeinschaft. Aber Seelsorge, da man dauernd in die Seelsorge rennt, wie in der katholischen Kirche jeder seine Sünde bekennt und dauernd alles macht, das ist katholisch, antichristlich und falsch. Und ich habe eine Gemeinde gehabt, die hat Folgendes gemacht. Die ist praktisch hingegangen, da ist der Eingläubige, der Älteste, hat die Leute ausgefragt, der andere saß teilweise mit dem Block da und hat aufgeschrieben. Muss man sich mal vorstellen. Die haben die Leute völlig ausgefragt. Männer, Frauen, das geht ja gar nicht. Über intimste Dinge, es geht gar nicht. Kein Wunder, dass in dieser Gemeinde vollkommen zuchtlos zuging und dass da auch letztendlich einer der Ältesten wegen seiner Unmoral die Gemeinde verlassen musste. Wenn ich dann gekommen bin und gesagt habe, ist alles falsch, könnt ihr alles nicht machen, dürft ihr alles nicht machen, eine Frau geht nicht zu einem Mann in Seelsorge, aus, fertig, die kann in der Gemeinde mal jemand fragen, auch ein Bruder, das ist auch legitim, aber Mann, Frau, Seelsorge geht gleich gar nicht. Mann, auch nur bedingt. Und es gibt Dinge, die habe ich vor Gott zu bewegen, lässt das Büchli der Beichtstuhl und nicht vor Menschen. Weil du die Menschen beschmutzt. Und dadurch haben sich die Leute selber beschmutzt und haben die anderen beschmutzt. Ich wusste zum Beispiel von der ganzen Gemeinde, ich wusste von denen. Dieser Mann hat zuerst, der jetzt eine Frau geheiratet hat, hat vorher mit der Schwiegermutter Verhältnis kennt, loser Zeugs. Wisst ihr, was es bei mir bewirkt hat? Es hat bei mir Beschmutzung bewirkt im Sinne von, wenn ich die Leute gesehen habe, da habe ich Abwehr gehabt. Ich bin auf die Stanz gegangen. Ich konnte die geistlich nicht akzeptieren. Die waren mir nicht sauber. Und dann haben wir mal eine Hochzeit gehabt. Da hat jemand aus der Gemeinde, eine Frau, hat einen Mann aus unserer Gemeinde geheiratet. Dann kam dieser schlimme Älteste, der dann weggehen musste. Der konnte zum Beispiel erklären, was ein Stöcklischuh, das hat er uns einmal vorgemacht, ich habe sowas, solange ich lebe, weder vor den verderbensten Weltmenschen noch vor anderen Gläubigen gesehen, da konnte er erklären, was ein Stöcklischuh mit dem Finger, wenn der auf der Straße klopft, was das bei ihm sexuell bewirkt. Ich habe manchmal gefragt, bin ich ein Geistesgestörter oder Sie? Ich habe auch klipp und klar, ich habe den Mann, der hat bei uns sogar verkündigt, Zeit, ich habe den dann hinweggetan. Und dann sagte er bei dem Gespräch, ach, so, ihr zwei, jetzt müsst ihr uns alles sagen, was ihr sexuell vor der Ehe gemacht habt. Habe ich das Veto erklärt, gesagt, die werden gar nichts sagen. Entweder sie haben das vor Gott geregelt, es ist in Ordnung, ist nicht unser Problem, das geht dich einen Dreck an. Das ist bei uns üblich, habe ich gesagt, aber bei uns nicht. Wisst ihr, das ist das Problem. Du darfst zum Beispiel Grenzen nicht überschreiten. Und auch wenn mir Leute Dinge erzählen wollen, sage ich, ich will es nicht wissen. Wisst ihr, es gibt Dinge, die hast du mit Gott zu regeln. Ganz viele Dinge kennt die Bibel, Psalm 32, bekenne dem Herrn deine Sünde, er wird sie dir vergeben. Es gibt Dinge, wenn du aus Sünde ausbreitest, nur dich selber oder andere Menschen beschmutzt, ist wieder was ganz anderes. Ich hatte schon Leute, die ganz schreckliche Sachen gemacht haben, die mussten das unter dem Zeuger eventuell sagen, dass sie selber Ruhe bekommen haben. Das kann man einmal im Leben machen, ist okay, aber dann ist aus. Wisst ihr, und das ist so, da muss man keusch sein. Und das ist hier gemeint. Wenn's Auge, wenn's Ohr, wenn die Hand, der Fuß, wenn das ein Anstoß zur Sünde wird, muss man vorsichtig sein. Wisst ihr, und das ist so, ist eine ganz seltsame Zeitform, ist ein sogenannter Aorist 1. Das heißt also, wenn das hier passiert, dann sagt die Bibel dieser Anstoß zur Sünde, es beginnt punktuell und tritt dann immer wieder auf. Versteht ihr? Das ist nicht da als Dauerzustand, sondern das tritt irgendwann durch ein Erlebnis punktuell auf. Zum Beispiel, indem ich mich als Gläubiger dazu hergebe, dass jetzt kommt zum Beispiel eine Frau und will mir hat eine Frau mal erklärt, ihr Mann hat wohl jemand umgebracht, hat mir erklärt, was der für schreckliche Sache macht. Ich könnte mir heute selber eine reinhauen. Ich habe das nie mit der allein, sondern da war immer in der Regel auch meine Frau oder sonst jemand dabei. Aber in der Gemeinde, nach dem 10. Mal habe ich zu der Frau gesagt, jetzt pass mal auf. Jetzt erzählst du mir das 10. Mal diesen Dreck. Ich kann auch nicht nett sein. Ich habe gesagt, jetzt hast du mir das 10. Mal diesen Dreck erzählt. Ich will ins 11. Mal nicht mehr hören. Weil ich sage dir 10 Mal das Gleiche. Und entweder nimmst du es an oder lässt es bleiben. Hat sie die Gemeinde verlassen. Habe ich kein Problem mit.
Aber versteht ihr? Du darfst nicht dauernd dich um diese Dinge drehen. Und in dem Moment, wenn du als Gläubiger dir das gefallen lässt, als Ältester oder als Bruder oder auch als Schwester, irgendjemand, der geistlich schon eine gewisse Substanz hat, du lässt dir das beginnen, indem es einfach einmal geschieht und dann kommt dasjenige wieder und wieder und wieder und wieder. Dann hast du diese Zeitform. Einmal beginnst du ein Erlebnis und dann geht es immer weiter. Und das musst du brechen. Dann kommt nämlich der Aurisch 2. Einmal und nie wieder. Wisst ihr, das ist manchmal schwer. Wisst ihr, könnt euch nicht vorstellen, was ich Anrufe kriege, Briefe und denke, hat mir jetzt wieder jemand angerufen, ich habe gesagt, ich habe einen kleinen Drecker immer geschmissen. Ich habe da bloß drauf geguckt. Wisst ihr, mich hat es gewirkt. Was die Leute dir alles erzählen wollen, ich will doch nicht beschmutzt werden von denen ihrem Dreck. Das will ich nicht. Wisst ihr, ich sage, erzähl zum Herr. Der Herr reinigt dich durch sein Blut vollständig. Wenn du ehrlich deine Sünde bekennst, nimmt er die Sünde weg. Ich kann dir erklären, was du tun musst, dass das Blut dich ganz sicher reinigt. Ich kann dir erklären, dass du mit Christus gekreuzigt bist, was du tun musst, dass du es nicht mehr tust, dass du die Sünde brichst. Aber du brauchst nicht dauernd da drin rummachen. Das ist das, was hier gemeint ist. Du gibst dir selber einen Anstoß, indem du sowas tust. Und jetzt kommt das Problem. Diese Brüder wollten das hören. Da hat jeder von jedem alles gewusst. Und dann sind sie zu mir gekommen und gesagt, du bist verklemmt. Und dann sage ich, nee, ich bin normal. Ich tick bloß normal. Ich bin nicht verklemmt, sondern ich bin normal. Und das ist das, was hier gemeint ist. Indem du durch dich selber, weil dir das vielleicht gefällt, ah, jetzt willst du auch wissen, was tut die Schwester oder was tut der Bruder. Geschwister, man kann bloß sagen, das ist Skandalizo. Lass die Finger von so einem Zeugs. Wisst ihr, nicht der Transhumanismus, das, was sie dir sagen, dass wir alle lieb zueinander sein müssen und dass ich jeden sein Leben so gestalten lassen muss in der Gemeinde, dass er aufblühen kann, ist alles Unsinn. Sondern das Ding ist so, man muss letztendlich dafür sorgen, dass er Gemeinde sauber zugeht. Was sagt Paulus einmal? Ich habe euch ganz klar beigebracht, Timotheusbrief, wir wandeln sollt im Hause Gottes. Diese Säule und der Grundfeste der Wahrheit ist, wie du dich benehmen sollst im Reich Gottes. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann natürlich gibt es dir sogar die Grenze überschreiten, die geht noch weiter, indem sie zum Beispiel so weit geht, dass sie letztendlich verkündigt wird, so ein Dreck. Ich kenne Leute, zu denen muss ich hingehen und sagen, Entschuldigung, was predigst du? Willst du die Leute beschmutzen? Aber es geht nicht nur um das, da geht es auch um andere Dinge. Es hat jetzt nicht nur mit der Unmoral zu tun, es hat mit anderen Dingen zu tun. Es hat mit dem Geld zu tun, das hat mit, ich sage mal so, mit der eigenen Zurschaustellung zu tun, das hat mit eigener Ehre zu tun, das hat mit Unsinn zu tun, wo man dann politische Themen abhandelt. Politik ist nicht unser Problem. Politeuma, da kommt Politik her. Die Bibel sagt, unsere Politik, unser Politeuma ist im Himmel. Ich nehme nur Stellung zur politischen Schiene, wie jetzt vorher, wenn sie geistliche Themen betreffen, sonst interessiert mich das nicht. Und das, was heute läuft, sind einfach, dass der Großteil dieser Weltpolitik antichristlich vollkommen verseucht ist. Es gibt Leute, die sagen, das kommt daher, die lassen niemand hochkommen, wenn er nicht erpressbar ist. Ich weiß es nicht, könnte sein. Aber was ganz wichtig ist, ich muss auf mich selber aufpassen. Ich lese uns jetzt einmal nur Römer 14, 13. Da kommt ein zweiter Aspekt von diesem Skandalizo. Also, man muss das ja praktisch machen, dass man das sieht. Römer 14, 13. Das sagt jetzt die Bibel. Und zwar, es geht hier jetzt um geistliche, man nennt es Adiophora, also Grenzfragen, geistlich, die jetzt nicht das Heil, nicht die Rettung betreffen, sondern Grenzfrage. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr, dass der Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt bekommt. Merkt ihr was? Die Bibel sagt, du sollst aufpassen, dass du um andere kein Skandal wirst. Wir haben einen Bruder gehabt, der hat es sicher richtig gemeint, war aber geistlich noch nicht so reif. Also zu mir kommt man gesagt, zu mir kommt ein Bruder, der ist ganz gesetzlich. Dann sage ich, okay. Dann sagt er, der ist kein Schwarzwurst. Dann sagt er, weißt du, was ich mache? Ich habe den zum Vesper eingeladen, jetzt setze ich ihm Schwarzwurst vor. Und ich sage, genau das wirst du nicht tun, weil damit wirst du ihm zum Skandal.
Versteht ihr? Solche Dinge gehören da auch dazu. Dass man anderen keinen Anstoß gibt, dass man ihn nicht aus geistlichen Gründen reizt. Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wieso kommen die Leute zu mir und sagen, brüstet sich, steht vorne, predigt auf Endzeitkonferenzen. Ich gehöre zu denen wenigen, die keinen Fernseher haben. Und dann fragt man mich, hast du einen Fernseher? Sei 12. Bitte? Ich habe 12 Fernseher. Ist jetzt geschätzt, ich müsste zählen. Jeder Computer, der Internetzugang hat, jedes Handy, ist als ein Fernseher. Versteht ihr? Das ist alles Quatsch. Wisst ihr, da wird eine fromme Schau aufgerichtet. Du musst die Leute fragen, was guckst du an? Wo guckst du was, wie, wo an? Das musst du die Leute fragen. Dann hast du, was Sache ist. Wisst ihr, und wenn jemand sagt, ich habe keine Kontrolle, was ich angucke, dann muss ich sagen, dann musst du alles wegtun. Notfalls musst du mit Bleistift und mit Block leben, wenn du es nicht anders kannst. Wenn aber jemand sagt, ich kann das völlig kontrollieren, dann ist das kein Problem, versteht ihr? Ich muss gucken, dass ich dem anderen keinen Anstoß gebe. Wisst ihr, machen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich war im Kino, haben wir den Film Colonia Dignidad angeguckt. Kennt ihr Colonia Dignidad? Das ist eine evangelikale Sekte in Chile gewesen, die sogar Menschen umgebracht hat, die im Regime unter Pinochet sogar erlaubt hat, dass sie an ihren Gläubigen Chemieversuche gemacht haben mit Giftgas. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine der gräulichsten Sekte. Den Mann hat man nachher in Deutschland verurteilt, der ist inzwischen tot. Und da hat die Welt sogar einen weltlichen Spielfilm drüber gemacht, was in dieser Colonia Dignidad geschehen ist. Ich habe meine Frau eingepackt und bin ins Kino. Ich bin nicht zu den Vorfilmen, weil da kommt ja Dreck, sondern bin dann so gegangen, dass ich so in etwa den Beginn vom Film erwischt habe, haben wir den angeguckt, der war hervorragend. Aber jetzt gehe ich doch nicht hin und sage, heute sage ich es jetzt aber das nur aus Themagründen, aber ich gehe jetzt nicht zu den Gläubigen hin und sage, ich war im Kino, ich war im Kino, ich war im Kino. Damit würde ich eventuell jemand, der schwach ist, reizen, einen Skandal geben, dass es Kino geht. Versteht ihr? Wobei ich sagen kann, wenn du das kontrollieren kannst, kannst du auch mal ins Kino gehen. Je nachdem, was du anguckst. Wisst ihr, ihr begreift. Und Skandal heißt jetzt, wenn du jetzt ganz streng bist, das zeigt ja Römer 14 mit der Essensvorschrift, du bist jetzt ganz streng, dass du dann mit deiner Strenge der andere quälst. Und der andere ist ganz frei und kann fast alles, dass du dann den anderen verachtest, weil er so streng ist. Und die Bibel sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Du musst das vom Gewissen her jedem überlassen, was er tut. Du musst jetzt, wenn du keinen Skandal ausrichten willst, später durch die Hand, noch durch den Fuß, noch durch das Auge, noch durchs Ohr, dann musst du dich so benehmen, dass du dem kein Ärgernis bist. Versteht ihr? Manchmal nicht einfach. Römer 16, 17. Wenn du jetzt die Gläubigen fragst, was ist denn das für ein Skandal zur Sünde? Dann meinen die eher, dass man da in offener Sünde lebt. Nee, das geht viel weiter. Er sagt ja, du gibst den Anstoß zur Sünde. Das heißt, du verhältst dich skandalös, dass der andere eventuell in Sünde fällt. Oder du ärgerst einen anderen so geistlich, dass der verzweifelt und vor lauter Verzweiflung in Sünde fällt. Gehört genauso dazu. Wisst ihr, von daher ist das Kapitel, ein ganz wichtiges Kapitel, wie benehme ich mich den anderen gegenüber? Schütze ich den? Indem ich einfach mich so benehme, dass ich ihm einen gewissen Schutz biete. 16, 17. Gebt Acht auf solche, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Jede Trennung von Gemeinde ist schwierig. Wir haben uns damals von der Pfingstbewegung getrennt aus Lehrgründen. Aber die Frage ist, wie man sich trennt. Trennt man sich skandalös oder nicht skandalös? Wir haben uns nicht skandalös getrennt und die Folge davon, dass nach 30 Jahren die verantwortlichen Leute teilweise zu uns kamen und sagten, ihr hattet recht. Müsst ihr mal vorstellen. Wisst ihr, die Frage ist immer, was tue ich? Benehme ich mich so, dass für einen anderen ein Skandal ist? Lüge ich über Gläubige? Wisst ihr, was tue ich? Man kann, wenn man aufgewühlt ist, ist man gerne in der Lage, dass man Sachen sagt, die man besser nicht gesagt hätte. Darum ist es immer gut, hat ein Bruder mal gesagt, bevor du irgends Geringste machst, schlafe eine Nacht drüber. Ich habe das auch erlebt im Geschäft. Ich wäre mal rausgeflogen, fast auf der Bank, weil ich geglaubt habe, ich habe einen Skandal entdeckt. Ich hatte aber gar keinen entdeckt, sondern ich habe mich geirrt.
Und da habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Ich wollte es sofort öffentlich machen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Am anderen Tag hat sich herausgestellt, war kein Skandal. Versteht ihr? Also Vorsicht, wie ich mich Dritter gegenüber benimm. Und die Bibel ist hier ganz klar. Sie sagt, aber entgegen der Lehre. Wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Wo unsere Trennung war, habe ich mitgekriegt, ohne Wertung jetzt, aber habe ich einfach mitgekriegt. Ich habe die Leute ja gefragt, seht ihr es gleich wie wir, lehrmäßig, wollt ihr das Gleiche wie wir? Ja. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, war völlig anders. Sie wollten was anders, haben was anders getan und das läuft ja jetzt anders. Wisst ihr, versteht ihr? Das gehört auch zu dem Skandal. Es muss klar sein, was ich will und was ich nicht will. Und wenn ich was nicht will und nicht kann, dann muss ich das mit den Verantwortlichen diskutieren. Und wenn ich das nicht verarbeiten kann oder nicht wegstecken kann, dann muss ich weggehen. Aber anständig, versteht ihr? Das gehört auch zu dem Skandal. Mein ganzes Verhalten generell im Reich Gottes, auch was ich dann sage. Wisst ihr, wenn ich sehe, was über mich alles erzählt wird, also ich sage das so, ich sehe das eiskalt so, ihr sollt stille sein, der Herr wird für euch streiten, ich wehre mich da auch nicht. Gell. Das ist nicht mein Problem. Gell. Über uns haben wir schon Dinge erzählt, auch über mich. Wenn ich das sehe, was die erzählen, dann muss ich sagen, ihr spinnt doch alle. Aber muss laufen lassen, gell? Da wird das regeln. Gell? Also man braucht sich nicht selber wehren. Aber ganz wichtig ist bei unserem Text, er sagt, pass auf, dass du niemand einen Skandal gibst. Aber er geht ja weiter, er sagt, dass du dir selber keinen Skandal gibst. Hand, ganz einfach. Wenn du irgendwo bist, wo dich niemand sieht, in einer Großstadt irgendwo, und du bist irgendwo, wo es Zeitschrift hat, geht deine Hand zu einer Zeitschrift, wo sie nicht hingehen sollte? Versteht ihr? Oder noch schlimmer, deine Hand klaut. Mir hat einmal ein Bruder hat von mir eine Schallplatte geliehen, von Wilhelm Busch, und der hat sie eigentlich nicht einmal geklaut, der hat sie konfisziert. Der hat dann zu mir gesagt, du kriegst die nicht mehr, die gehört jetzt mir. Versteht ihr? Das sind auch Skandale. Begreift ihr unser Verhalten, was ich mit den Händen mache, mit den Füßen, wo gehe ich hin? Gehe ich zur Gemeinde und gehe ich zu Richtungen, wo ich genau weiß, sie sind genau das Gegenteil von der Gemeinde und es hat negative Wirkungen? Das sind die Füße, die irgendwo hingehen. Das sind auch Skandale. Also nochmal, dass man es richtig versteht. Anstoß zur Sünde kann sein, indem ich mich so benehme, dass ein anderer wirklich verletzt wird. Es kann aber auch so sein, dass ich geistliche Praktiken praktiziere, Seelsorge, wo keine Seelsorge dran ist, oder dass ich bestimmte Regeln aufstelle. Wisst ihr, ich habe Geschwister, die kommen zu uns, ich kenne die, ich war mit denen in Israel, ich kenne die, ich weiß, dass die, wie die stehen, geistlich. Jetzt kommt der Mann hinterher zu mir, halb Tränen in den Augen, und er sagt, was ist los? Und dann sagt der Karl Hermann, ich bedanke mich bei dir. Dann sag ich, wieso? Du warst jetzt bei unserer Gemeinde, warum bedankst du dich? Das war einer der Sonntage, wo wir Abendmahl gemacht haben. Dann sagt er, dass ich das Abendmahl nehmen durfte. Dann sag ich, wieso? Sagt er mir, ich gehe in die Gemeinde, die lassen mich seit einem Jahr nicht das Abendmahl nehmen, sie checken mich seit einem Jahr durch, ob ich sauber bin. Das ist ein Skandal, versteht ihr? Den Menschen treibst du eventuell zu einer schlechten Gruppe, weil du dich nicht normal benimmst. Wisst ihr, es ist einfach, wenn ich weiß, dass jemand wiedergeboren ist, dann darf er zum Abendmahl. Und die zweite Schiene ist, ein jeder prüfe sich selbst. Der muss dann selber prüfen, bin ich mit Gott in Ordnung oder nicht. Und es gibt kaum etwas, das du nicht regeln kannst, bevor du das Mahl nimmst. Ich habe das Mahl jetzt auf der Hohen Grete nicht genommen. Da kam jemand zu mir und hat gesagt, hallo Mann, warum hast du das Mahl nicht genommen? War aber für mich kein Skandal, dass er gefragt hat. Ich habe dann auch gelächelt und dann hat sie gesagt, ich weiß warum. Dann sage ich, ja. Dann sagt sie, weil man es mit Schnapsgläsern genommen hat. Sage ich, ja. Versteht ihr? Ich muss gucken, was ich will. Und das, was ich aus biblischer Überzeugung tue, das muss ich durchziehen. Aber ich muss aufpassen, dass ich im anderen keinen Skandal gebe. Und da gibt es wieder Dinge. Also, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Meine Frau würde jetzt sagen, es ist gerade das Gegenteil. Sie sagt, du machst immer eine Sauerei. Ja. Ich bin jemand, der an und für sich, wenn er ein weißes Hemd hat und Spaghetti isst, hinterher Flecken hat. Wenn ich Gäse haue, dann siehst du es auf der Tischplatte, dass Krümel da sind. Also ich bin nicht der Pingelige. Aber ich bin hygienemäßig empfindlich.
Jetzt ist einmal, jetzt wollen die Brüder ganz besonders biblisch sein, nehmen natürlich einen Kelch, was ja richtig ist. Das steht im Griechischen ex auto, man trinkt aus dem Kelch und nicht aus Schnapsgläsle. Aber es geht hin, nehmen relativ scharfes Desinfektionsmittel und wischen jedes Mal den Rand ab. Und dann bin ich der Erste, der das nach dem Desinfektionsmittel kriegt. Ihr versteht? Das ist jetzt kein schlimmer Skandal für mich, aber da kann sogar dann sein, dass ich sage, nee, ich nehme es mal nicht. Oder ich nehme es doch. Aber ihr begreift, es sind ganz, 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 ganz viele Dinge, die hier der Herr Jesus ganz einfach sagt, sei niemand ein Skandal, ärgere niemand. Pass auf, was du tust. Pass auf, was du dir selber tust, dass du dich nicht selber schädigst. Auch mit dem, was du anguckst, was du in die Hand nimmst, wo du hingehst. Also einfach rundum, pass auf, dass du selber nichts tust. Gell? Und sagt, weil, er sagt, und jetzt kommt das Brutale, es beginnt punktuell und geht immer weiter. Es kann in eine Schiene reingehen, wo du letztendlich, in letzter Konsequenz sogar, vom Glauben abfallen kannst. Kann passieren. Gell? Ich muss nochmal sagen, Römer, Brief ist hier eindeutig, genauso Hebräer 6, Hebräer 10 sagt ganz klar, man kann auch als Gläubiger wieder abfallen. Und zwar, das beginnt mit dieser Zeitform, Aorist 1. Es beginnt punktuell und dann dreht man es immer weiter und irgendwann geht man kaputt. Und man muss ganz nüchtern sagen, und die Kleine dieser Welt, das sind wir. Ich möchte uns noch ein paar Stellen dazu lesen, damit ihr es versteht. Vielleicht kann man dann auch diese Skandale bei sich selber und bei anderen abwehren. 1. Petrus 2, 11. Biblisch hier ganz, ganz kindlich und sagt, jetzt sind wir wieder beim ersten Thema, Geliebte, ich ermahne euch. Bei ermahne gibt es zwei Worte im Griechischen. Das eine heißt seelsorgerlich, milde ermahne, also Zusprecher, das steht hier. Das andere heißt nuteteo, das heißt verwarne, also ins Gewisse rede. Hier steht ganz vorsichtig ermahne und sage, du merk dir, pass auf, sei vorsichtig. Ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge auf Erden. Und das muss uns klar sein. Ich bin ein Fremdling. Und immer wenn Gemeinde keine Fremdlinge mehr sein wollen auf der Erde und sich dieser Welt anpassen wollen, im Sinne von, sie wollen sein wie diese Welt, dann geht es den Bach runter. Also wenn man dann zum Beispiel diesen Transhumanismus einfach in die Gemeinde reinholt, das ist ein Skandal. Einfach sagt, also gut, okay, ich habe einen Mann, der hat offen zugelassen als Verantwortlicher, dass ein anderer einen Ehebruch gelebt hat. Geht nicht. Wenn ich rauskriege, dass jemand den Ehebruch lebt, muss ich denjenigen verwarnen, muss ihm sagen, entweder du tust sofort Buße, wenn er nicht darauf reagiert, dann muss ich ihn unter Gemeindezucht stellen, ich muss ihn aus der Gemeinde rausschmeißen, er darf nicht mehr zum Abendmahl. Er darf die Gemeinde versuchen, aber er wird als Gemeindeglied unter Gemeindezucht gestellt, ist gar keine Frage. Da muss ich konsequent sein, ich bin ein Fremdling auf Erde. Die Gemeinde ist ein Ort, wo die Heiligen sind, da jeder hat seine Sünde, seine Fehler, aber offene Sünde ist in der Gemeinde kein Thema. Wir sind Fremdlinge auf Erde, wir haben damit der Welt nichts zu tun. Wenn jemand zum Beispiel einen Doktortitel der Theologie hat, darf er noch lange nicht predigen. Es kann jemand sein, der ist ein Analphabet, kann gerade mit Hänger und Würger lesen, der darf predigen, weil er von Gott eine Berufung hat. Versteht ihr? Da geht es nach göttlicher Regler und nicht nach menschlicher. Man muss die menschliche Regler rauswerfen, sonst kriegt man einen Skandal. Und das ist wieder das Problem. Wir sind Fremdlinge. Und jetzt sagt die Bibel in Philipper 3,20, es gehört auch dazu, zu diesem Kindersein, zu diesem einem dieser Kleinen, da gehört dazu, unser Bürgerrecht, Politeuma, also ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig werde, seinen Leib der Herrlichkeit. Epheser 2,6, wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wir sind Fremdlinge. Wisst ihr, unser Bürgerrecht ist im Himmel, das muss klar sein. Soll ich es ehrlich sagen? Ich sage nicht, ich lüge nicht, aber wenn ich sage, ich sage es ehrlich, dann meine ich eher, ich sage es ganz offen. Ich bin eigentlich geschockt, dass ich schon 72 bin. Ehrlich. Ich bin mal hingegangen, habe mir die Bilder angeguckt. Und ich denke, ist die Zeit so schnell vergangen? Ja. Meine Frau sagt heute zu mir, du stirbst bald. Also ja, das. Meine Frau ist hervorragende Gehilfin. Die hilft mir manchmal, indem sie mir hinter die Ohren knallt, wenn es sein muss. Du stirbst bald, wenn du so weitermachst, hat sie gesagt. Wisst ihr, du musst dir einfach vergegenwärtigen, unsere Zeit hier, sie sind Kinder. Ich habe jetzt demnächst 8 Enkel, Entschuldigung. Und wo meine erste Tochter Auto gefahren ist, da ist mir klar geworden, jetzt ist die Zeit abgelaufen.
jetzt fahren schon zwei von meinen Enkel auch Auto. Weißt du, jetzt irgendwann, du merkst einfach, die Zeit läuft dir davon. Und jetzt musst du dir klar sein, in der kurzen Zeit, sagt die Bibel, bist du ein Fremdling, deine Politik ist im Himmel und nicht hier. Du musst dich nicht um die Dinge kümmern, sondern dass du geistlich klar bist, dass du keinen Skandal bei dir selber erzeugst, der dich letztendlich vom Himmel ausschließt und dich in die Hölle bringt. Das ist das, was da Jesus hier meint. Er sagt, pass auf dich selber auf und lass dir von Dritten keinen Skandal an den Hals hängen, dass du nicht zum Abfall kommst. Aber dazu muss klar sein, ich bin Fremdling auf Erden. Ich gehöre hier nicht dazu. Und dazu gehört Römer 12, 16 dazu. Das ist eine schwierige Sache. Wisst ihr, die Midlife-Crisis, sagt man ja, kriegen die Männer ab so 50, 60. Stimmt aber, die Frauen haben auch eine Midlife-Crisis. Und dann gibt es nicht eine Midlife-Crisis, sondern eine Spätlife-Crisis gibt es auch. Gell? Also es gibt immer Phasen, wo die Leute anfangen zu überlegen, was habe ich erreicht, was ist passiert und überhaupt. Und ist eigentlich Unsinn. Römer 12, 16. Da sagt die Bibel, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich bin auch schon hingegangen und habe gesagt, oh, wenn ich das anders gemacht hätte, jenes anders gemacht hätte, dann hätte ich heute den Ärger nicht, dann hätte ich hier heute weniger Probleme mit der Heizung, dann hätte ich das Problem mit, dann wäre mein Auto hier ein bisschen besser dran. Das ist alles recht, aber eigentlich Quatsch. Haltet dich herunter zu den Niedrigen, trachtet zuerst noch im Reich Gottes, ohne das Normale zu vernachlässigen. Man muss normal bleiben, aber es ist einfach so, wir haben in der Welt nichts zu gewinnen. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann gehst du am Transhumanismus auch nicht auf den Leim und dann richtest du auch keinen Skandal auf. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt hatte, ich habe mich so radikal bekehrt, ich habe dann selbst aus Lexika habe ich nur Bilder rausgeschnitten, wo zum Beispiel ein fünfzackiger Stern war, habe ich Chair geholt, würde ich heute nicht mehr machen. Und das hat auch bewirkt, dass ich ganz, 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 ganz streng mit mir und anderen war. Ich habe erst im Laufe der Zeit lernen müssen, dass die Bibel ganz klar sagt, es geht nach dem Gewissen des Einzelnen. Du musst akzeptieren, dass jemand mehr kann wie du. Du musst aber auch, wenn du jetzt ein größeres, ein weiteres Gewissen hast, musst du aufpassen, dass du den nicht ärgerst mit deiner Weite. Du musst es dem nicht sagen. Wisst ihr, ist ein Problem. Und man muss einfach sich den Satz merken, er steht und fällt seinem Herrn. Ich stehe vor dem Herrn, ich muss es vor Gott verantworten. Und jetzt muss ich, dass ich keinen Skandal auslöse, überlegen, was sage ich mal anderen. Ich muss den angucken. Ist er gesetzlich? Dann ärgere ich ihn nicht. Ist er zu locker? Dann fange ich an, nicht ihn zu verachten, sondern versuche, biblisch vorzugehen. Dort, wo die Bibel dann sagt, ich soll was sagen, soll was ermahnen, dann sage ich es. Wo sie nichts sagt, sage ich auch nichts. Wisst ihr, und das gehört zur biblischen Weisheit, da man sich richtig benimmt. Wo wir die Gemeinde gegründet haben, da hat mich ein Bruder gefragt, wie geht's? Da habe ich gesagt, ja, wir haben noch viel Arbeit, wir sind erst im Aufbau der Gemeinde. Antwort war, das sehe ich. Dann war ich gespannt und habe gesagt, wie eure Frau aussieht. Entschuldigung. Es gibt ganz fromme Frisuren, wisst ihr, dass die verboten sind? Ich habe mir extra ein Buch besorgt, wo du die ganze Frisur hast, die der Paulus straft, mit Haarflechter und mit Ding und mit Ding. Und da habe ich einen Schock gehabt. Ich habe mir die Frisur von Rom angeguckt und die Frisur von Korinth. Wo ich die angeguckt habe, das sind ja lauter fromme Frisuren. Versteht ihr? Ich kann nicht hingehen und sagen, das erste, was ich in der Gemeinde gucke, haben die Haare offen, haben sie einen Dutt, haben sie zusammengesteckt, haben sie es geschnitten, haben sie nicht geschnitten. Das geht nicht. Wisst ihr? Du musst einfach gucken, was lehrt die Bibel wie. Da musst du vernünftig sein. Du musst jeden nach seinem Gewissen gehen lassen, außer er überstreit eine Grenze. Wenn jetzt jemand ohne Grund eine Frau kommen würde und eine Glatze hätte, würde sie aber sprechen und sagen, Entschuldigung, ich leihe dir Geld, würde ich ihr sagen. Dann gehst du jetzt zum Friseur und kaufst eine Perücke. Ihr begreift, es gibt schon Grenzen, wo man aufpassen muss. Aber wir dürfen nicht unsere Vorstellung zum Maßstab aller Dinge machen. Ich habe einen Bruder, der sehr ernsthaft ist, auch dem Herrn wirklich dienen will, aber der hat Ansichten. Der sagt zum Beispiel, wenn ein Bruder das und das und das lehrt, kann er nicht bekehrt sein. Das ist völliger Quatsch. Ich kenne ganz viele Brüder, die genau das lehren, die sind alle glasklar bekehrt. Aber er glaubt, wenn das jemand lehrt, weil er es nicht lehrt, dann ist er nicht bekehrt. Völliger Quatsch. Wisst ihr, das ist Skandal. Mich ruft ein Bruder an und weint am Telefon. Ein Bruder, schätzt 75, 80,
Dann sage ich, warum weinst du? Oder ich habe ihn gefragt, warum weinst du? Jetzt hast du eine Stimme gehört. Warum bist du so traurig? Und dann sagt er, der Bruder X hat gesagt, ich sei nicht bekehrt, weil ich das und das lehre. Das ist ein Skandal, versteht ihr? Ich darf auch niemandem den Glauben abschreiben. Wenn mir jemand ganz klar bezeugt, ich habe Herr Jesus als Erlöser aufgenommen und lebe nicht in offener Sünde, dann nehme ich ihm das ab und lasse ihn stehen, versteht ihr? Der muss das dann vor Gott regeln und nicht ich. In dem Moment, wie ich sage, nein, 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 wenn du nicht genau das siehst wie ich und genau das machst wie ich und so tust, dann bist du nicht sauber, dann bist du nicht in Ordnung, dann richtigen Skandal auf. Merkt ihr jetzt, wie das Wort Skandalizo, wie das gefährlich ist? Das geht ganz, ganz weit. Das geht von der offenen Sünde, dass ich zum Beispiel nicht sauber bin wie die Geschlechter, bis hin aber zu kleinen geistlichen Dingen, wo ich im anderen eine reinwürge. Das ist ein riesiges Gebiet. Und ich muss vor Gott das klären, das Matthäus 18, und sage, Herr, wo bin ich eventuell mir ein Skandal? Wo bin ich einem anderen ein Skandal? Hilf mir, dass ich hier richtig reagiere. Wenn ein Dritter von der Welt mir skandalös kommt, lass mich geistlich nicht wackeln. Hilf mir, richtig auf diese Skandale zu reagieren. Versteht ihr? Ist nicht einfach. Offenbarung 21, 2. Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 1. Petrus 2, 4 und Folgeverse sagt, wir sind die Steine des neuen Jerusalems. Epheser 2, 6, ich bin in die himmlischen Orten versetzt. Es muss uns klar sein. Wisst ihr, zum Beispiel, ich war jetzt noch mal in einer Operation beim Urologen und der sagt, der hat mich dann gefragt, ach, Sie leben ja noch, sei ja. Der hat ja ziemlich manchmal, sagen wir, scharfe Lippe. Dann habe ich gesagt, oh ja, seit ich 65 bin, nimmt es halt ab, gell. Sagt, oh ja, die Baustelle wird mehr. Das ist einfach normal, versteht ihr? Dass der Körper zerfällt. Wisst ihr, was nicht verfällt? Mein innerer Mensch, der verfällt nicht. Der ist in den himmlischen Orten versetzt. Wisst ihr, und ich muss jetzt einfach mit dem lernen zu leben, dass ich schwächer werde. Und ein Skandal für mich selber ist, wenn ich nicht akzeptiere lerne, dass ich manche Dinge nicht mehr kann. Da gehört auch dazu, dass ich zum Beispiel, wenn ich normal geschafft habe und dann das Rentenalter kann, dass ich auch finanziell dann, je nachdem, wie ich vorgesorgt habe, manche Sachen nicht mehr machen kann. Gehört auch dazu. Wisst ihr, man muss einfach das Hirn einschalten und ganz normal mit dem gesunden Menschenverstand gehen und nicht sich dauernd ärgern. Wisst ihr, wenn ich mich dauernd was ärgere, wieso geht es mir jetzt hier schlecht? Wieso habe ich jetzt das falsch gemacht, die Vergangenheit? Warum ist das jetzt? Warum ist jenes? Versteht ihr? Wenn ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich einen Kratzer ins Auto mache, dann wird es für mich, wenn ich es anfange und mich dauernd ärgere, wird es zum Skandal. Irgendwann fängt es an, mein geistliches Leben zu beeinträchtigen. Ihr versteht, was Skandalizo heißt. Skandalizo heißt, es sind Dinge, kleine Dinge von Dritter oder von mir selber, die entweder durch offene Sünde mein geistliches Leben stören oder durch ganz kleine Dinge mich langsam in die Unzufriedenheit, in den Hader, in diese Dinge hineintreiben. Und da sagt der Herr Jesus ganz klar, pass auf, dass du das nicht tust. Nicht, dass du eventuell vor dem, wenn diese Zeitform beginnend und dauernd fort, wenn das nicht aufhört, dass du irgendwann sogar dein Heil verlierst oder dass du sogar so weit kommst, dass du abfällst wegen dem. Wisst ihr, müssen wir gucken, wegen was Leute in der Gefahr sind abzufallen. Es sind oft Ärgernisse. Die Gläubigen habe ich mich nur geärgert. Ja, ich auch. Ja, du auch. Ja, klar. Du mich aber auch. Versteht ihr? Das ist das Problem. Wir ärgern uns alle. Das ist doch normal. Ich bin doch ein Mensch. Ich bin doch keine Maschine. Die Leute denken manchmal, ich sei eine fromme Maschine. Bin ich nicht. Kalermann, ich bin viermal in die Gemeinde gekommen am Sonntag, dass ich mich viermal nicht gegrüßt sei. Ja. Hast du was gegen mich? Nö. Warum? Da sage ich, weil ich viermal hektisch war und draußen was gesucht habe. Wisst ihr, ich bin ein ganz komischer Mensch. Wenn jetzt mich jemand fragt, hast du das Buch? Da fängt bei mir was an, das ist ganz komisch. An meinen Augen seht ihr das. Klick, 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 klick. Jetzt fängt mein Hirn an, wie eine Maschine umzuschalten. In dem Moment sehe ich niemanden mehr. Mein Blick geht schon wie ein prophetischer Weitblick auf meinen Schrank links im Büro. Und jetzt fängt mein Hirn schon an, meine ganze Bücherreihe durchzufiltern. Und jetzt gehe ich wie im Drase, gehe ich da rein. Das ist sogar schon gesagt, der Pimi sitzt da und macht was, dass ich zu dem nicht einmal Grüß Gott gesagt habe. Versteht ihr? Weil mein Hirn ist programmiert und dann finde ich es nicht. Und dann fange ich an durchzudrehen. Und dann fange ich an zu wühlen und so. Und es kommt jemand rein und dreht er mich an und denkt, jetzt muss der Karl Hermann ganz lieb sich mir zuwenden und mit mir reden. Und ich sage, ah, yes, ich bin gerade zerknirscht. Das ist der Grund. Dann ist es besser, wenn man fragt, wieso bist denn du so komisch? Dann erkläre ich es. Und wenn der das akzeptiert, dass das so ist,
dann hat er mit mir keinen Skandal mehr. Versteht ihr? Und manchmal ist es auch gar nicht falsch, den anderen zu fragen, du, darf ich dich was fragen? Ist was bei uns? Nö. Aber ihr müsst ihm das auch glauben, wenn der dann sagt, ich habe nichts, dass er nichts hat. Versteht ihr? Merkt ihr was? Das ist, was ich euch jetzt die ganze Zeit erkläre. Das ist gesunder Menschenverstand. Das ist völlig normal. Und er geht zum Hölle. Er sagt, das ist die Gefahr, dass du in die Hölle kommst. Übrigens, niemand hat so radikal die Hölle gepredigt wie der Herr Jesus. Übrigens, im Alten Testament gibt es ein zweites Wort für Hölle, das heißt Tophet. Hölle ist ein Wort, das Luther genommen hat. Das Wort Hölle gibt es eigentlich nicht. Das Wort Hölle war das Tal Ben Himnon. Wenn man in Jerusalem war, Tempelberg, wenn du jetzt so vom Tempelberg stehst, und zwar am Ölberg zu, dann geht links ein Tal, ein relativ schmales Tal rein, das Tal Ben Himnon. Und in diesem Tal Ben Himnon haben sie bis zur Zeit Josias, nach der Zeit, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, könnt ihr auch gucken, nach der Zeit Josias haben sie es nicht mehr gemacht, haben sie Menschenopfer dargebracht. Und zwar, die haben ein Moloch, eine Statue gehabt, das war furchtbar. Die haben geglaubt, wegen der Fruchtbarkeit, dass sie ihr erstgeborenes Kind opfern müssen, dann haben sie gute Ernte. Jetzt haben die einen Götze gehabt, den haben sie mit Feuer geheizt, der hatte Arme. Jetzt haben sie, hat die Mutter ihr erstgeborenes Kind nehmen müssen und dem Götze auf diese glühende Arme legen müssen und dann ist das Kind über die Arme ins Feuer reingefallen, wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Das war die Hölle, das war das Tal Ben Himnon. Die Germanen haben dasselbe Hel genannt, da kommt das Wort Hölle her. Und der Herr Jesus nimmt das als Bild und sagt, und damit beschreibt er natürlich der Feuersee aus Offenbarung 20, sagt klipp und klar, du musst aufpassen, dass du dir keinen Skandal gibst und dass du dem anderen keinen Skandal gibst. Du musst aufpassen, dass nichts dich vom Herr Jesus wegbringt oder von mir wegbringt oder von Gott wegbringt, weil wenn jemand von Gott weggeht, dann wird er letztendlich etwas erleben wie in diesem Tal Ben Himnon, Hölle. Interessant ist, die Bibel nennt es auch zum Beispiel in die Lehrbriefe Verdammnis. Katakrima heißt das Wort. Krima heißt Gericht. Katakrima ist die Verurteilung und Katakrima, Verdammnis, das kommt nicht oft vor im Neuen Testament, aber zum Beispiel die Bibel sagt Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis, Verdammnis ist Katakrima, es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn ich zu meinem Jesus gehe, wenn ich sein Blut in Anspruch nehme, wenn ich keine bewusste Sünde dulde, selbst wenn ich immer einen Tag brauche, bis ich sie bekannt habe und allem aber nicht in offener Sünde lebe, einfach seine Erlösung annehme, dann habe ich mit der Hölle nie was zu tun. Da braucht nie jemand Angst haben, dass er in die Hölle kommt. Also ich habe nie gedacht, dass ich in die Hölle komme. In dem Moment, wie ich wieder geboren war, wusste ich, ich komme nicht in die Hölle. Dann sagt der Jesus, aber du musst aufpassen, dass du deine Haltung vom Herrn Jesus behältst, dass du nicht durch Skandale, durch Ärgernisse, die du dir selber erzeugst oder wenn andere dich ärgern, dass du durch das in eine Haltung kommst, wo du die Erlösung aufgibst, dass du wieder von der Hölle gefährdet wirst. Das meint er mit den Texten. Wisst ihr, er macht das immer so, auch vor den Paulusbriefe, er macht das so, dass er Kind verstehen kann. Die Bibel beschreibt die Hölle nicht, wisst ihr. Sie sagt nicht, wie das sein wird. Sie sagt, aber es wird so schlimm sein, dass wenn du dir bei lebendigem Leib ein Auge rausreißt oder ein Arm oder ein Fuß, dass das noch harmloser ist wie die Hölle. Also die Bibel warnt uns ganz massiv vor der Hölle und sagt, Finger weg, absolut. Und man muss das einfach sehen, das Wort kommt zum Beispiel in die Briefe, nennt die Bibel einfach anders, sie sagt, das ist Verdammnis. Und sie sagt hier auch eigentlich ein bisschen ein anderer Befund. Sie sagt sogar, 2. Korinther 3,9, denn wenn der Dienst der Verdammnis, das ist Hölle, das ist Katakrima, Herrlichkeit war, dann meint sie das mosaische Gesetz. Das heißt, ich werde ja laut dem mosaischen Gesetz verurteilt zu einer Strafe nach dem Tod, Hölle. Aber die Bibel beschreibt die Hölle nicht, wisst ihr? Ich glaube zum Beispiel, dass Gott völlig gerecht ist. Insofern mache ich mir über die Hölle, über diese Sache keine Gedanken. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass ein Unterschied sein wird, auch nach der Auferstehung bei den Verlorenen, ein Unterschied sein wird zwischen Adolf Hitler, der verantwortlich ist mit seinen Leuten und mit diesen ganzen antichristlichen Kreisen, die viele Millionen Juden umgebracht haben, aber genauso ein Stalin, ein Mao Zedong, die waren ja alle gleich, gell? Ein Tito, wie, da drehe ich die Hand nicht.
Und ganz, ganz viele Bundesbürger, die abgetrieben haben, Kinder umgebracht haben. Ich glaube, dass da ein Unterschied ist zwischen so jemand und meinem Nachbar, der sich einfach nicht bekehrt, weil er es nicht will, weil er seine Ruhe will und sich nicht zum Jesus bekennen will. Es wird ein Unterschied sein. Aber jetzt kommt das Interessante. Die Bibel erklärt es nicht. Versteht ihr? Ich darf auch nicht die Hölle zu etwas hochstilisieren, wo die Bibel nichts sagt. Wenn die Bibel nichts sagt, sie sagt nur, es wird so schlimm sein, dass ein Auge rauszureißen oder ein Fuß rauszureißen, harmlos dagegen ist. Es wird nach dem Tod der Feuersee sein. Und sie sagt klipp und klar, dass schrecklich sein wird, aber sie beschreibt es nicht. Da gibt es wieder Bücher, wie wird es in der Hölle sein? Muss auch die Druckerschwärze könnt ihr euch sparen, die Bibel sagt es nicht. Wisst ihr, wir haben Auferstehungsleib. Da kommt so Quatsch von Lehre wie unsterbliche Seele. Die Bibel sagt, der Einzige, der Unsterblichkeit hat, ist Gott. Was Gott dann hinterher macht, wir müssen einfach vertrauen, dass Gott völlig gerecht ist. Müssen die Leute aber sagen, es gibt etwas Furchtbares, was die Bibel Hölle nennt, Verdammnis, und ihr müsst dem unter alle Umstände gehen, indem ihr euch zum Jesus bekehrt und die Erlösung annimmt und die auch nicht durch Skandale euch aufweichen lasst. Das große Ziel ist nämlich die Errettung. Und ich lese uns Römer 5, 17 bis 21. Da sagt sie ganz nüchtern sachlich: Denen infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung, Verdammnis, Katagrima, Hölle für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam den einen die vielen zu Gerechten gemacht. Viele steht immer für alle. Aber merkt ihr was? In Adam sterben alle, aber nur in Christus werden alle gerettet. Das heißt, ich werde nicht automatisch gerettet. Versteht? Das ist wieder die Falschlehre. Sondern die Bibel sagt, nur in Christus, nur wenn sich jemand zum Jesus bekehrt, entgeht er der Verdammnis. Das muss auch klar sein, versteht ihr? Das sind so einfache Sachen und die Bibel sagt, das ist der Wille Gottes, das ist das große Ziel. Er ist der Retter aller Menschen, 1. Timotheus 4,10, 1. Timotheus 2,4, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sich nicht alle retten lassen, das ist das Drama. Aber jetzt kommt wieder unser Text, der klipp und klar sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und die Engel kämpfen für die Gläubigen auch. Wisst ihr, sie sind dienstbare Geister, sagt die Bibel im Hebräerbrief, wo Gott sogar uns durch Engel, das kannst du nicht unterscheiden, es kann sein, ein Mensch hilft dir, in Wirklichkeit ist ein Engel, das merkst du nicht. Er hilft dir auch durch Menschen, durch Dritte, dass du bei der Stange bleibst. Dass du keinen Skandal dir selber anrichtest und dir nicht durch einen Skandal von Dritten praktisch das Glaubensleben kaputt machen lässt und dass du letztendlich in die Gefahr gehst, dass du der Verdammnis anheimfällst. Wisst ihr, so einfach ist die Bibel. Die Bibel hat keine große theologische Systeme. Sie sagt einfach, pass auf, du musst gucken, dass du dem entgehst, indem du einfach keinen Skandal selber produzierst und selber dir vor keinem anderen Skandal an den Hals hängen lässt. Bleib bei mir, Jesus, lass dich reinigen durch Jesu Blut. Bleibe bei ihm, dann passiert dir gar nichts. Wisst ihr, eigentlich alles, was der Text sagt? Aber er sagt auch, wehe dem, der mir andere das antut, der mir andere zum Skandal wird. Ich will niemand zum Skandal werden. Wisst ihr, zu mir sagen Leute, du sonderst dich von dem ab, arbeitest nicht mit ihm zusammen. Ich sage, ja, wegen seiner Lehre, weil er mir die Leute versaut. Glaubst du, dass der verloren geht? Ich sage, nö. Der geht verloren, ob er der Herr Jesus als Erlöser angenommen hat oder nicht. Wenn der Dummheiten macht, dann wird ihn Gott richten. Wenn er falsch lehrt, wird ihn Gott richten. Eventuell macht er alles kaputt. Ist die andere Seite. Aber meine Aufgabe ist nicht, den zu richten, den dauernd zu quälen, dauernd zu verlästern, sondern ich muss den laufen lassen. Ich muss den einmal darauf hinweisen und sagen, pass auf, du liegst hier schief. Wenn du so weitermachst, gefährdest du dich selber, du baust dir einen Skandal auf. Mehr ist nicht meine Aufgabe. Ihr begreift. Was ist noch die Überschrift für mich? Habe Acht auf dich selbst. Geschwister, die Gewinne sind sich einfach. Kein Skandal bei mir selber. Ich darf mir selber keinen Anstoß machen. Ich darf meine Geschwister keinen Anstoß geben. Und wenn die Welt mir einen Anstoß gibt,
dann muss ich lernen, das vor Gott wegzusticken. Versteht ihr? Wenn du deinen Job verlierst, weil du gläubig bist, ist unser Geburtsrecht. Versteht ihr? Der Herr wird uns durchbringen. Keiner wird zu Schande, welcher Gott es hat. Wisst ihr, manchmal lässt Gott es auch zu, dass wir endlich lernen, auf ihn zu vertrauen. Wir brauchen uns nicht verrückt machen zu lassen. Aber das ist ganz wichtig. Wenn er nur eins mitnimmt für heute Abend, kein Skandal bei mir selber auslösen, einem anderen Gläubigen kein Skandal geben und wenn mir die Welt einen Skandal in den Hals hängt, also Ärgernis, es einfach vom Herrn ablegen, ich bin ein Fremdling auf Erde, es geht nur um die Errettung. Wisst ihr? Ich kann jetzt das leicht sagen mit 72. Ich kann jetzt sagen, also ich mir jetzt noch ärgern wegen den paar Jahre, wo ich noch lebe? Wenn du 18 bist, ist es schwieriger zu sagen. Da geht es noch ein bisschen länger. Aber für beide gilt das Gleiche. Kein Skandal. Einfach habe Acht auf dich selbst. Ich möchte nochmal beten. Nein, Jesus, danke dir, dass du so einfach und so treu bist auch in deinem Wort, dass du uns einfach zeigst, dass wir uns kein Ärgernis aufrichten sollen und dass es letztendlich darum geht, dass wir gerettet sind, Gotteskinder sind und dass wir nicht andere von der Erlösung abhalten sollen, aber auch unsere eigene Erlösung nicht gefährden sollen, indem wir uns dauernd ärgert und uns verrückt machen wegen allem Möglichen. Hilf uns einfach, vor deinem Angesicht zu stehen, auf uns selber Acht zu haben. Und ich danke dir, dass dein Blut uns vor der Verdammnis, vor der Hölle, vor diesem Feuersee rettet. Und mir reicht schon, wie du es beschreibst, wie schrecklich das sein wird. Und ich danke dir, dass wir in dir keine Verdammnis, kein Feuersee, keine Hölle haben, sondern dass das Blut uns reinmacht von aller Sünde, wir völlig gerettet sind und sicher sind. Jetzt hilf uns, auf uns selber Acht zu haben, dir dem Lamm.